ich gehe jetzt tanzen. Bist du wahnsinnig, Chor? Kannst du hier nicht jetzt nicht einfach tanzen gehen? Warum nicht, Waltraud? Hä? Warum soll ich nicht da herumtanzen? Du gehst das jetzt nicht machen, sonst hast du Ärger am Hals. Ich geh das jetzt machen. Da kannst du sagen, was du willst. Ich geh jetzt tanzen. Tschüss. Das nennst du tanzen können. Aha, sehr witzig. Da ungefähr so. Warum tanzt du nicht gleich da rum? Da ist ja auch gut Platz. Autsch! Genau deswegen, weil ich da mit meinen Haxen alle Leute umkick. Hey. Autsch, ich bin doch keine. Ich bin doch keine Tanzfläche. Stopp! Also gut, Korn, du kannst einige auf die Tanzfläche tanzen. Echt? Na. Feuer. Du wirst dann nicht auf der Plattform tanzen, verstanden? Ob ich das will? Versuch mal mit drauf zu hindern. Ja, ich will versuchen, mich dran zu legen. Schau, ich kann Spagat, ich kann es verewigt. Ich weiß. Alter, warum darf ich nicht da einige tanzen? Wart, Walter, darf ich dann auf die Bühne gehen und was ins Mikrofon sagen? Das wird dir so passen. Und dann hättest du gleich einblendet. Gibst du mir Bier oder Schokolade? Lieg ich richtig? Jo, du liegst da vollkommen richtig. Genau das wird dir einblendet. Jo, du, das kannst du nicht machen. Du bist so ein Dumm. So, meine Damen und Herren, wir sind in der Mainzer und wo sind wir? In der Festhalle in Lettendorf. Sterbzeichen haben wir richtig. Im Namen des Veranstalters dürfen wir ganz herzlich bekannt geben, liebe Freunde, dass um 13 Uhr bei den Fahrzeugen die Fahrzeugzählung hier draußen am Festplatz stattfinden wird. Also, Ich bin ja Trautl. Ich glaube das, was die Leute im Hintergrund sagen, einfach. Und hör noch auf das, was ich zu dir sage. Was? Nein, ich verschwind besser. Mann, du bleibst jetzt. Da. Jo. Was zum Henker ist jetzt wieder mit dem Korn passiert? Was ist jetzt wieder mit dem Feuchtlauf? Ja. Moment, die Schwalben? Jo! Oh, das kommt von da oben! Bam, bam! Und dann vielleicht ist mir doch zu groß! Aber besser zu groß als zu klar! Halbfreundlicher Riese! Soll ich da jetzt abhupfen? Ja. Halt! Oh! Genau. Du kommst direkt auf den Couch. Was war das für ein Krach? Au! Moment, was ist jetzt passiert?
Das hört ihr mir danken, keiner. Oh, weh. Aber du wirst mir auch kein großes Problem aus der Schlange kommen. Ach nein. Moment, aber ich war mal Meister Tanzen, das sag ich dir. Meister Tanzen, ja klar. Bevor du jemals Meister der Tanzen was bist oder sein wirst. Bevor das passiert, wird der Tanzmeister noch einmal eine Uroma. Hallo? Dann pass auf. Du kannst mich mit solchen Fußbewegungen nicht umpfeffern, merkt ihr das? Denn meine Hände stützen meinen Körper immer. Ich mag auch mein Liebling hier bei dir zusammen. Na gut, das kann mir egal sein. Ich werde dich auf den Weg schaffen. Geht denn da unten vor? Das ist der Squeeze. Der Schlangenkopf muss auch überall sein, wo wir sind. Ja, weg, du Schlangenschädel. Ist alles in Ordnung, Karl? Es geht mir gut, Spider-Man, aber der Schlangenkopf, der nervt wirklich überall. Immer und überall. Egal, wo man sagt. Er ist überall. Er ist überall. Ja, er ist überall, wo wir sind. Überall? Aha, das ist auch gut so. Autsch. Moment, warum bin ich plötzlich in der Luft? Du hast mir vergessen, dass ich der Flieger Korn bin. Und samt sauberer Korn, nur mit dem Unterschied, dass ich nur samt kontrollieren kann, wenn einer da ist. Unterschied? Du meinst wohl mit dem Problem. Aber das ist bloß für dich ein Problem und für mich ist das eine Freude. Wissenschaftsfehler? Ich werde dich einen Wissenschaftsfehler einprügeln. Das war knapp. Ei. Ich versuche mir immer zu weigern, wenn ich keinen Sound kontrollieren kann. Und dann kann uns der Fliegen, so wie jetzt, und dann geht's die Zeit hoch. Du Spinnenkopf, wirst mich nicht auffallen. Das werde ich sehr wohl. Immer wenn wir Spaß haben wollen, musst du sofort herkommen und uns in die Quere kommen, egal was es ist. Sei es, ob wir uns endlich mal ausruhen wollen, ob wir Urlaub machen wollen, ob wir ein Fest feiern wollen. Du platzt immer wieder rein und zerstörst die ganze schöne Ruhe und den ganzen schönen Spaß. Zerstören? Oh, wie schön. Ich schaffe Spaß, indem ich dich aus dem Weg schaffe. Haha, sehr witzig. Stark. Schlangenkopf, du verschwinde endlich von mir. Lass uns wenigstens diesen Tag in Ruhe. Wenn ich gekommen bin, um euch den Spaß zu verderben, dann gehe ich nicht nach Hause, um euch den Spaß zu lassen, sondern dann bleibe ich hier, um euch den Spaß zu verderben. Na klar. Aber
das kannst du, elender Schlangenkopf, auch woanders machen. Denn hier nervst du. Ich nerve dich. Dann denk mal nach, was du mit mir tust. Schuh. Out. Oh, gibst du einfach schon auf? Komm schon, geh wieder da runter. Ouch. Ja, ich gebe noch lange nicht auf. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Ich darf mal noch dein Entfahren. Das ist denn jetzt doch sowas gut. Nur halt meistens nicht. Und jetzt schlage ich vor, dass ich mal Rutschhockey spiele. Rutschhockey? Ich bitte dich. Ja. Lustig am Hüften. Auch zwar keine Saugkräfte, aber ich bin immer noch der Fliegerchor. Bereite dich auf dein Ende vor, Spinne. Wie oft hast du das schon gesagt? Hä? Aber dieses Mal ist es wirklich. Denn nun sagt ich dieser Quatsch. Feuchter Fliegerchor wird verhindern. Und wir aufhängen wie ein Weihnachtsstrom. Ah. Ah, der idiotische Schlangenkopf immer, ne, Spider-Man? Ja, Karl, tatsächlich. Immer noch Schlangenkopf. Und der Krach ist es doch aber cool extrem laut. Da steht ja schon wieder. Du wirst mir nicht mehr in die Quere kommen. Autsch! Junge, Junge, Junge! Tja! Autsch! Mein Mund muss ich jetzt aber nicht von dir zerstören lassen! Autsch! Ich habe meinen Körper auch nicht von dir, oder? Doch, muss. Nimm das. Autsch! Vier Finger pro Hand, aber schau doch mal meine Riesenfinger an. Vor allem meine langen Hände. Ich hab dich schon oft genug angesehen, um deinen Körper auswendig zu kennen, Schlangenschädel. Da musst du nicht sagen, dass ich dich ansehen soll, damit ich weiß, wie du aussiehst. Ändere mir das mal. Vernebel mir dir die komplette Sicht. Autsch, was für ein Weitwurf. Oh, mach dir nur keine Sorgen. Ich springe direkt dahin auf und dann werde ich ziehen. Nix wirst du. Du wirst doch jetzt wohl herumzart. Auf wieder oben. Idiot. Oh, der Spider-Man, nur zum Zweit kann man den stoppen. Er verprügelt dir, er verprügelt mir. Aber ich zahle mir die Luft und du haust der Bock oder der Eingang verpixelt mit dem Netz. Saumann, ich meine, denke mal noch, Saumann, kann man ihn vielleicht leichter besiegen, wie wenn jeder von uns allein kämpft. Du hast recht, wir beide müssen uns gegen ihn verbünden. Es reicht mir. Wir haben oft genug die Pläne des dunklen Meisters durchkreuzt. Jetzt werde ich euch aus dem Leben reißen. Ach ja, das sehen wir, Schlangenkopf. Das ist aber nicht so kommt. Ja. Das.
was zum Geier? Hallo, hat man schon Bierschlange im Kopf? Hinlegen! Autsch! Autsch! Schlangenkopf, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du musst mich doch nicht wirklich immer so verprügeln. Oh, hab ich das. Mehr als dich verprügeln, ich muss dich werfen. Jo, du musst den Spider-Man vergessen. Und zwar als Feind vergessen und jetzt, von jetzt an als Freund sehen. Lass deine Hände ausgebreitet, damit du gleich wieder loslegen kannst. Ich bin auch mega deppert aus, wenn ich sitze, aber wenn ich losstarte, nö, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr gewinnen könnt. Autsch. Eine ziemliche Ungeheuerlichkeit ist das von dir, du Schlangenkopf. Aber das müssen wir uns doch nicht gefallen lassen. Verschwinde jetzt da nach drüben. Oh meine Güte. Gib Gas. Ah, du Schlangenkopf, was ist denn los? Wo du gelandet bist? Wo ich dich jederzeit erreichen und vernichten kann. Dann weiter. Ich muss mir das nicht mehr von dir gefallen lassen. Merk dir das. Na, mir ist es nicht, aber du tust es los. Es ist nicht, dass du uns in Ruhe lassen. Ich bin auf mein Absolver basiert. Au! Oh. Ah. Autsch! Au! Aua! Lästiger Flugheini! Ich will die Spinne als allererste vernichten! Die Spinne ist ein großer Feind von mir! Dann nur nicht so ein extremer Krach mehr, aber das geht schon! Ich kann nur kaum meine eigene Stimme hören! Junge, das ist laut. Laut hier oben. Nein, du Spinne. War schon genug. Von dir habe ich schon längst genug. Und das zeige ich dir jetzt. Nichts wirst du mir zeigen. Out. Du wirst jetzt einen Abgang machen und dich aus dem Leben verschwinden. Ach ja, werde ich das? Da bin ich aber leider ganz anderer Meinung. Ach, du wirst uns jetzt in Ruhe lassen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also sowas muss ich mir doch wirklich nicht mehr gefallen lassen, oder? Oh, ob du das schon wieder. So einfach nicht. Wow. Moment, was? Na, verschwinde, du blöder Schlangenkopf. Oder hast du etwa immer noch nicht genug Schaden angerichtet? Schade.
Geschichte nennst du Schaden? Dann denkst du doch mal nach, was du anrichtest. Wir richten dich an, dass du verschwindest. Ja, richtig, Karl. Und wenn du nicht freiwillig gehst, müssen wir dich eben dazu zwingen. Ach ja. Tut mir leid, dass wir täuschen zu müssen. Aber... so einfach geht das auch nicht. Ach nein. Dämlicher Schlangenkopf. Hör dich auf, hier herumzuspuken. Nein. Ich höre noch lange nicht auf. Oh, doch, das wird's. Welcher Schlangenkopf, jetzt hab ich nur. Bald aber gehen, Deko. Ich bin schon dabei. Moment, Klaus. Was hast du denn jetzt vor? Ich bring dir doch weg. Moriba, du kannst schon mehr ausrichten, kannst du elender Schlangenkopf. Da, endlich kein Krach mehr. Das kracht so elendig laut da drin. Ich krach dir gleich eine. Und du krachst elendig laut. Also, wo seid ihr jetzt hin? Am besten lass dich einfach gleich irgendwo da vorne oben fallen. Nein, tust du nicht. Oh, na? Dann versuchen wir mich dann zu hindern. Haha. Autsch. Teilweise ist bei den Großen dabei, das heißt... Was? Da bitte. Das ist ja hart wie Gestein. Ich kann nicht mehr aufstehen. Nur keine Sorge, das ist Absicht. Oh, da kommt ja noch der schwarze Käfer. Es kommt da ein blaues Buchauto, kommt da. Und noch ein blaues Buchauto kommt da. Lauter schöne Fahrzeuge kommen da heute. Ein schwarzer Käfer und zwei blaue Buchautos. Na sowas. Und du, Schlangenkopf, bleibst jetzt da. Und ich gehe weiter. Nein. Das kann einige Stunden dauern, bis du dich da befreit hast. Dann ist es fest wahrscheinlich eh schon aus. Du Elender. Tschüss. Das kann doch nicht wahr sein.